Ich bin Mörner Beth. Wir haben einen Grünlandbetrieb mit ganz wenig Ackerbau vor Bergzone 1 bis 3. Und haben hier eine Biogasanlage gebaut, weil es schon ein längeres Ziel war, den Hofdünger zu veredeln und dazu zu nutzen, um Strom zu produzieren. Die baulichen Herausforderungen waren hauptsächlich, wie man den Strom wegbringt, kann verkaufen und zugleich die Abwärme sinnvoll nutzen. Wir haben zwei Häuser, die momentan mit einer Schnitzelheizung geheizt werden. Und wir können die Abwärme von der Biogasanlage dort einspeisen und zusätzlich Wasser wärmen und so die Energie gut umsetzen. Wir haben im 12. den bestehenden Abendstall in einen Laufstall umbauen und Kühlplätze erweitern. Und die Herausforderung war, aus den bestehenden 3 Beschüttlöchern den Hofdünger möglichst effizient in die Biogasanlage zu bringen. Und das haben wir gelöst mit einem Mistroboter, der das in allen Gängen zusammensammelt und zentral in eine Vorgrube abwirft. In der Vorgrube wird es täglich vorgerührt und dann in Fermenter gepumpt. Die Herausforderung ist hier, wir haben im Sommer Kühe 3 Monate zu Berg. Und dann werden wir dann mit vergärter Geschütte und zusätzlichen Mist, den wir auf dem Haufen nebenan haben, angerührt und können so über den Sommer die Biogasanlage auch betreiben.